Adventure-Treff präsentiert. Das war die Woche. Eine Woche geht zu Ende, die ganz im Zeichen der Ankündigung von Tim Schäfer und Ron Gilbert stand, wieder ein klassisches Point-and-Click-Adventure zu entwickeln. Über Twitter wissen wir inzwischen, dass es sich bei dem Kickstarter-Projekt um ein 2D-Adventure handeln wird. Fans hatten innerhalb weniger Tage 1,6 Millionen Dollar für das Spiel zusammengetragen. Die Chancen, dass Monkey Island-Übersetzer und derzeitiger Microsoft-Vermarkter Boris Schneider-Joan für eine deutsche Übersetzung sorgen wird, stehen hoch. Auch das wurde bereits via Twitter abgesprochen. Iceberg Interactive hat bekannt gegeben, dass Adam's Venture 3 Revelations schneller fertig sein wird als geplant und bereits am 9. März erscheinen kann. Eine deutsche Fassung folgt am 27. April. Auf der Webseite des Publishers sind 6 neue Screenshots und das Verpackungsdesign zu sehen. Das von uns kürzlich getestete Adventure Loom, in dem alle Schauplätze aus Papier und Pappe hergestellt wurden, ist als eines von 5 Spielen in einem aktuellen Indie-Bundle zu haben. Den Preis für das Paket darf jeder selbst wählen. Mindestens sind derzeit etwa 3,50 Euro fällig. Anomen hat sich die Vertriebsrechte an dem First-Person-Adventure Nicopol Secrets of the Immortals gesichert. Im März soll bereits die Wiederveröffentlichung anstehen. Die PC-Version von City of Secrets ist jetzt auch über den Anbieter Big Fish Games erhältlich. The Trial and Execution of Guybrush Threepwood, die 4. Episode von Tales of Monkey Island, steht jetzt auch für iPhone und iPod Touch zur Verfügung. Die 5. Episode von Telltale's Law and Order Legacies ist für alle iOS-Plattformen erschienen. Die iPad-Episoden von Back to the Future sind auf je 2,39 Euro reduziert. Folge 1 bekommt ihr sogar gratis. Wer Igor Hardy bis Freitag 3 Fragen beantworten kann, hat die Chance, eine von 3 Ausgaben des Indie-Titels Earl Bobby is Looking for a Lou zu gewinnen. Mit dem Autorensystem TAG erstellte Text-Adventures können nun dank einer im Browser laufenden DOS-Box online gespielt werden. Dazu gehören zahlreiche Titel, unter anderem das Spiel Allein im All von unserem Treffkollegen Michael Neon Stein. Und das war die Woche.